des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, zweiten Sonntag nach Ostern belehren uns die großen heiligen Päpste Leo und Gregor. Und wir wollten diesen ihren Lehren also unterwerfen, und somit haben wir ihn auch Predigt des heiligen Leo, Papst des Großen, zum heutigen Sonntag, so wie sie im Auszug, so wie im Brevier sich findet, vorgelesen, welchen der heilige Papst Leo uns daran erinnert, an die großen Geheimnisse, an die großen Taten Jesu Christi, auch nach seiner Auferstehung, zwischen also der Auferstehung und der Himmelfahrt, wie er seinen Aposteln erschienen ist, wie er ihnen die Furcht vor dem gewaltsamen Tod genommen hat, wie er ihnen den Heiligen Geist übermittelt hat, wie er dem heiligen Apostel Petrus dann somit auch die Schlüsselgewalt und die Sorge um das gesamte, um die gesamte Herde anvertraut hat, wie er die Jünger von Emmaus belehrt, wie er langsam ihre verhärteten und langsamen Herzen instruiert und sagt, dass dabei wir daran denken müssen, dass wir uns in diesen Jüngern sehen sollen, die so oberflächlich, die so mit wenig Eifer unseren Glauben, den Glauben an Jesus Christus betrachten, studieren, erfassen, wie er eben dann diesen so verstockten Jüngern das Herz aufmacht, wie er in ihnen die Flamme des Glaubens entzündet und wie dann diese Jünger von Emmaus ihn am Brotbrechen auch erkennen. Und trotzdem bleiben die Jünger trotz dieser Erscheinungen, trotzdem er sie mit der Friede sei mit euch grüßt, bleiben sie in große Angst befangen. Und fürchteten sich, glaubten nicht, Jesus Christus zu sehen, meinten, einen Geist zu sehen, bis ihnen Jesus Christus aber eben seine Wunden zeigt und sie auffordert, diese Wunden zu berühren, dass sie erfassen, dass er wirklich dem Fleische nach auferstanden ist und dass sie erfassen, dass ja diese Auferstehung Jesu Christi ihre eigene sein soll, dass also nicht nur die Seele ewig und glorreich sein soll, sondern auch der Körper nach der Auferstehung. All dies ist also geschehen, und Papst Leo schließt dann ab, in denen er sagt, dass diese Wunden, die Jesus Christus den Jüngern zeigt, eben eine Lehre sind für die ungläubigen Herzen, die wir zum Großteil selber auch sind. Und dafür, damit, dass unser wankelnder Glaube, damit sie zum Gegenstand werden einer sehr sicheren Kenntnis. Liebe Gläubige, da haben wir ein wunderbares also Zitat eines heiligen Papstes, unfehlbaren Lehrenden, eben es ist der Glaube eine sehr sichere Kenntnis. Aufgrund der Motive dessen, der ja offenbart, nicht, dass wir die Mysterien als solche durchleuchten und erfassen, dann wären sie keine Mysterien mehr, aber wir sind sehr, sehr sicher, dass das wahr ist, dass die Offenbarung wahr ist und somit, dass Jesus Christus wahr ist, dass er wahrhaft gestorben ist, dass er wahrhaft auferstanden ist, dass er wahrhaft Gott und Mensch ist. Und das führt uns zum heiligen Gregor, der die
das Evangelium betrachtet und erläutert und spricht von einer Lehre dieses Evangeliums, welche sowohl die Gläubigen als auch den Hirten betrifft. Sagt, das betrifft euch, sagt der liebe Gläubige, dieses Evangelium. Ihr habt erfahren und gehört, auf welche Prüfung wir Hirten gestellt sind. Und dann beginnt er mit der Darlegung und wir sind beim ersten Satz stehen geblieben, in welchem der heilige Gregor sagt, so derjenige, der gut ist, also ich bin der gute Hirte, derjenige, der gut ist, nicht deshalb, weil er die Gnade bekommen hat, gut zu sein, sondern weil er in seinem Sein selber, von Natur her, gut ist. Ich bin der gute Hirte. Und da sind wir stehen geblieben und haben näherhin betrachtet, was es heißt, nicht durch eine bekommene Gnade guter Hirte zu sein, sondern guter Hirte zu sein von seinem Wesen her, von seinem Sein her. Da sind wir deshalb stehen geblieben, liebe Gläubige, weil wir diese Wahrheit ein bisschen näher betrachten wollten und mit dem Betrachten dieser Wahrheit ein Element, einen Baustein erstens haben, um das Wesen Jesu Christi besser zu verstehen, so dass, wenn wir niederknien und Jesus Christus anbeten in der heiligsten Eucharistie oder wenn wir zu Jesus Christus selber beten, auch wenn wir alleine zu Hause sind, ohne das allerheiligste Sakrament, dass wir da einen erleuchteteren, einen lebendigeren Glauben haben, so dass, wenn wir uns vor Jesus Christus niederknien, wir besser erfassen, was es heißt, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, zum Unterschied der anderen guten Hirten, die auch Heilige sein mögen, so wie zum Beispiel heute der heilige Papst Pius V. oder der heilige Pfarrer von Ars oder Padre Pio oder jeder andere heilige Priester und Hirte, der so heilig er ist, er hat aber die Heiligkeit. Er hat die Heiligkeit bekommen, er hat sie erworben, er hat sie bewahrt, er hat sie vermehrt. All das kann man und darf man von Jesus Christus nicht sagen. Das ist das große Geheimnis. Jesus Christus hat nicht eine Gnade bekommen, die ihn zum guten Hirten macht. Jesus Christus hat nicht Gnaden bekommen, sondern er kommt mit der Gnade. Jesus Christus, das Wort, das Fleisch geworden ist, hat nicht den Heiligen Geist bekommen, sondern Jesus Christus kommt mit dem Heiligen Geist. Jesus Christus kommt mit dem Heiligen Geist in dem Augenblick, in welchem er sozusagen aus der Ewigkeit austretend in die Zeit einbricht, in jenem Augenblick also, in welchem er im reinsten Schoße der Jungfrau Maria Fleisch annimmt. Das ist in einem Augenblick geschehen, bevor die Zeit beginnt zu rinnen. Es ist in einem Augenblick geschehen. In diesem Augenblick selber vereint die zweite göttliche Person an sich, vereint mit sich die menschliche Natur. In diesem Augenblick selber ist die menschliche Natur
welche das Wort aus dem Schoß der Jungfrau Maria annimmt, durchflutet, durchdrängt, wenngleich auch nicht vermischt, wenngleich auch nicht ein neues, drittes hervorbringend, aber trotzdem ist diese menschliche Natur, die Jesus Christus annimmt, von seiner Gottheit. Und die Gottheit Jesu Christi ist keine Gnade. Die Gottheit Jesus Christus ist Gott, der Ewige. Und diese Gottheit Jesus Christi durchflutet, heiligt die Menschheit Jesu Christi, so dass man eben von der Gratia Unionis spricht, von der Einheitsgnade. Aber die ist eben nicht geschaffen. Die ist unerschaffen. Und dieses macht Jesus Christus zum guten Hirten ihm dem Wesen nach und nicht dem Geschenke und nicht dem Bekommen nach. Liebe Gläubige, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Mir liegt am Herzen heute, es dabei bleiben zu lassen, Ihnen nahezulegen und Ihrer Betrachtung jene große Wahrheit zu unterbreiten. Jesus Christus ist von seinem Wesen nach der gute Hirte, ist seinem Wesen nach der hohe Priester schlechthin. Jesus Christus wird nicht hoher Priester. Jesus Christus ist hoher Priester. Gewiss, Jesus Christus ist hoher Priester, nicht vor der Menschwerdung, aber im Augenblick der Menschwerdung ist und wird nicht Jesus Christus Hohepriester. Im Augenblick der Menschwerdung ist Jesus Christus und durch sein Fleischwerden und nicht, weil der Heilige Geist ihm das Priestertum schenkt. Liebe Gläubige, das ist sehr wichtig, denn wenngleich überall, wo eine göttliche Person ist, alle drei beiden anderen auch anwesend sind, so erst recht bei der Menschwerdung, sowieso bei der Schöpfung, wissen wir, dass die Schöpfung ein Akt Gottes, somit der ganzen Dreieinigkeit ist, aller drei Personen, auch die Menschwerdung, aber die Menschwerdung endet. Die menschliche Natur wird angenommen nur von der zweiten, vom Wort, aber immer in Gegenwart des Vaters und des Heiligen Geistes. Und somit ist es Jesus Christus, der im Augenblick seiner Menschwerdung seinen Geist dabei hat, der da ist und der somit auch besiegelt und das Werk erfüllt. Liebe Gläubige, das ist sehr wichtig. Der heilige Athanasius, um diejenigen zu widerlegen, die sagen, in Jesus Christus wären praktisch zwei Personen, ein Mensch und ein Gott, sagt, die sollen wohl wissen, dass derjenige, der sagt, das ist mein Leib, also derjenige sagt, mein Leib, mein Körper, wir sprechen jetzt nicht von der Wandlung, sondern von Jesus Christus, der von sich sagt, mein Körper, und nicht von diesem Körper sagt, dass er in einem zweiten Christus ist, der ich das Wort nicht bin. Christus sagt nicht von sich, ich bin Gott und dieser Körper, das ist ein anderer in mir. Nein, das sagt Christus nicht. Der heilige Athanasius ist sehr, sehr klar. Sondern derjenige sagt, mein Körper, das ist das Wort selber. Und der Körper ist mit mir, sagt er, und ich bin in ihm. Es ist wichtig, liebe Gläubige, weil somit mit dieser Erklärung des heiligen Athanasius wird
wird betont, dass in Jesus Christus nur eine Person ist und dass die menschliche Natur, also mit dem Wort Körper bezeichnet, mit dem Worte Gottes ist und das Wort Gottes in ihr ist. Sonst wäre es ja nicht das große Geheimnis, dass zwei Naturen, die göttliche und die menschliche, in einer Person vereint sind. Und es fügt der heilige Athanasius hinzu, er spricht von der Salbung, nicht wahr? Jene Salbung, von der man eben liest, auch in der Heiligen Schrift, dass sie der Heilige Geist vornimmt. Der Heilige Geist hat mich gesalbt. Heilige Petrus sagt von Christus, der Heilige Geist hat ihn gesalbt. Jesus Christus selber in der Synagoge von Nazareth nimmt die Schrift, liest den Propheten, der Heilige Geist ist über mir, er hat mich gesalbt und beauftragt, die Armen zu evangelisieren. Was heißt das? Jesus Christus wurde vom Heiligen Geist gesalbt. Das heißt, erklärt der heilige Athanasius, aber mit ihm die Kirchenväter und mit den Kirchenvätern das Lehramt, das Unfehlbare. Er sagt, die Salbung, und hier legt jetzt der heilige Athanasius die Rede in den Mund des Wortes, die Salbung bin ich, ich, das Wort bin die Salbung. Und das, was von mir, dem Worte, gesalbt wurde, das ist die menschliche Natur. Dieser Körper, dieser Mensch, ohne mich würde er sich nicht Christus nennen. Ohne mich, dem Worte, würde er sich nicht Christus nennen. Denn ohne mich hätte er gar keinen Bestand, weil es ja gar keine menschliche Person gibt. Die Person ist göttlich, ist das Wort. Hingegen mit mir, der ich, das Wort in ihm bin. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Auch das Konzil von Ephesus hat also auf das Schärfste verurteilt, wer die Heilige Schrift so versteht, wenn es heißt, dass der Heilige Geist den Christus verherrlicht, wenn der Heilige Geist, wenn Jesus Christus im Heiligen Geist die Wunder wirkt, wenn es heißt in der Heiligen Schrift, dass die Gaben des Heiligen Geistes über ihn ruhen, da verurteilt das Konzil von Ephesus diejenigen, die das so verstehen, als wäre der Heilige Geist eine dem Worte fremde, von außen zukommende Kraft. Es ist genau das Gegenteil. Dieser Heilige Geist, der den Christus verherrlicht, in welchem er die Wunder wirkt und der über ihm ist und ihm denkt, ist sein Geist, der als Folge gleichzeitig deshalb, weil er Mensch geworden ist und weil er als Gottmensch wirkt, da ist und ihn erfüllt. Das Gleiche lehrt dann Leo XIII. In der Enzyklika über den Heiligen Geist sein, selbst Divinum Illud Munus von 1897. Wenn es heißt, also heilige Petrus, nicht in der Apostelgeschichte, wenn er sagt, wisst ihr nicht, wie Gott ihn gesalbt hat mit dem Heiligen Geist? Oder eben, wie Jesus Christus in der Synagoge von Nazareth sagt, der Heilige Geist ist über mir und darum hat er mich gesalbt, dass ich die Armen evangelisiere. Da erklärt wiederum und wiederum und noch einmal der Leo XIII. Im 19. Jahrhundert, das ist im Sinn zu verstehen, dass er in der Gegenwart des Heiligen Geistes das alles wirkt und sagt. Weil nichts eine Person der göttlichen Dreieinigkeit ohne die anderen macht. Und somit ist auch der Heilige Geist das Siegel. Aber nicht, dass Jesus Christus das Siegel des Heiligen Geistes ist im Sinne, dass Jesus Christus sich zum Heiligen Geist verhält, wie das materielle Siegel zum dem im Wachs
sich abgebildeten Siegel. Nein, es ist das Gegenteil. Es ist das Gegenteil. Es ist Jesus Christus, der mit dem Heiligen Geist kommt und mit ihm besiegelt. Er drückt das Siegel des Heiligen Geistes in die Sachen ein, die er wirkt als Abschluss, als Vollendung. Er ist nicht der, so wie die moderne Theologie eben, so wie Ratzinger, so wie Wojtyla, so wie das Neue noch, ich wiederhole es und wir werden darauf eingehen noch einmal, dass die neuen, vor allem Übersetzungen des Katechismus und des Kompendiums des Katechismus lehren, als ob Jesus Christus also eben ein vom Heiligen Geist geheiligter Mensch wäre. Einer wäre, der durch den Heiligen Geist vom Mensch zum Priester wird. Liebe Gläubige, das hat sehr, sehr, sehr schwerwiegende Folgen. Das führt zur Verneinung der Gottheit Jesu Christi. Das führt zur Verneinung des einen dreifaltigen Gottes. Das führt zur Verneinung der gesamten katholischen Religion. Darum sind wir, liebe Gläubige, im Begriffe, eine Vortragsreihe vorzubereiten. Der erste wird sein schon am 11. Mai, indem wir eben diesen neuen Katholizismus, der ohne Gott und ohne Jesus Christus in die Welt gesetzt wurde, näher beleuchten und darlegen wollen, damit wir uns dem wahren Katholizismus, dem überlieferten Katholizismus fest anhangen und all das, was davon abführt und wegführt, von uns weisen und somit tatsächlich dann die Schäflein Jesu Christi sein können, von denen er sagt, ich kenne sie und sie kennen mich, so wie der Vater mich kennt. Also wollen wir Jesus Christus kennen, so wie ihn der Vater kennt. Und so wie ihn der Vater kennt, das wurde geoffenbart. Und das, was geoffenbart wurde, das wurde der Kirche anvertraut. Und das, was der Kirche anvertraut wurde, das hat sie über die Jahrhunderte von den Irrtümern und Missverständnis verteidigt. Und wenn wir jetzt erfahren, dass die gesamte moderne Konzilskirche auf diesen schon längst verurteilten Irrtümern fußt, dass sie den dreieinigen Gott, so wie ihn Gott geoffenbart hat und so wie ihn die Kirche lehrt, verneint, dass sie die Gottheit Jesus Christi, so wie sie geoffenbart wurde und so wie sie gelehrt wurde, verneint und infolgedessen auch neue Sakramente geschaffen hat, in denen diese Weiterführung des Werkes Jesus Christus nicht mehr gewährleistet sind, dann sagen wir, müssen wir uns zusammenreißen und uns Mühe geben und unseren Katechismus gut lesen, wiederlesen und auch vertiefen in der Lehre der Kirche. Natürlich, je nach unserem Grad und je nach unserer Gabe, um die Sachen zu erfassen, aber wir sind dazu verpflichtet, sonst sind wir Opfer eines Betruges, so wie wenn jemand eine Versicherung abschließt und sich nicht interessiert, worum es eigentlich geht und einfach vorschnell einen Vertrag unterschreibt und danach erst drauf kommt, dass er betrogen ist, wie die Milliarde von Christen, von Katholiken heute, die für gut heißen, dass das die katholische Kirche ist und aufgrund eines Versäumnis, den eigenen Glauben liebend zu studieren und studierend zu lieben, sich betrügen haben lassen. Bezüglich Gott, bezüglich Christus, bezüglich der Kirche und bezüglich der Sakramente. Und sich heute, ohne es gar nicht zu merken, in einem vollständig anderen Schiff befinden. Da, die sogenannten Traditionalisten, die arme, ich muss sagen, Ex-Priesterbruderschaft Sachs-Pürst des Zehnten, auf dem Wege dahin ist, sich dort auch einzuschiffen, wenn sie noch nicht eingeschifft ist,
sehen wir noch mehr die Dringlichkeit, das Studium, das liebende Studium und von anzusetzen, um diese Irrtümer zu erkennen und über den wahren Glauben tatsächlich an Jesus Christus anzuhängen und ihn über den wahren Glauben zu erreichen, um unsere Heiligkeit zu wirken zu seiner Glorie und zu unserem Heil. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.